Haben wir eine Wasserpumpstation, glaube ich, irgendwo, oder? Wo waren die denn nochmal? Da waren die hier? Da waren sie, glaube ich. Oder hier? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die waren noch irgendwo. Da garantiert nicht, oder waren sie hier? Eine Pumpstation. Haben wir Pumpstation? Ich dachte, wir hätten welche. Scheinbar nicht, aber wir da brauchen definitiv welche. Ich dachte, ich hätte welche geplatziert irgendwo. Irgendwann mal. Aber das scheint ja zu täuschen. Dann sollen sie mal rausfahren, ne? Die Straßen sehen gar nicht gut aus. Warum müssen jetzt hier? Gut, da werden wir es hier wahrscheinlich auch nicht sehen. Das ist der Schnee. Wahrscheinlich Straßen, Zustand der Straßen und die Abdeckung. Ja. Boah. Dann, das Wasser mittlerweile schon wieder zurück, ne? Ja, ist halt einfach nur jetzt dreckig und so weiter. Abwasserstau? Okay, vielleicht verbinden wir es einfach mal hier mit, dann ist der Weg auch ein bisschen kürzer. Das ist einfach mal meine Vermutung. Und der Rest, der kann auch erstmal weg. Aber ich sehe gerade, das war jetzt hier oben mit der Abwasser-Dingesbums, ne? Ich sehe gerade, das ist scheinbar sind die alle versorgt. Brauchen wir wohl noch ein weiteres. Nachdem gespeichert wurde. Brauchen wir hierfür gar nicht Dings, Heizung und so weiter. Okay, wir brauchen glaube ich immer noch was, weil das ja irgendwie immer noch nicht wirklich ausreicht. Die produzieren die Scheiße aber auch wie, was weiß ich.
muss ja nicht unbedingt die Heizung die ganze Zeit verballern, das ist ja unnötig. Warm Wasser okay, aber alles andere muss ja nicht unbedingt sein, ne? Haben wir das jetzt auch? Haben wir das schon mal umdisponiert? Kenthügel an ÖPNV anknüpfen. Da können wir erstmal hier U-Bahn bauen. Da. Zum Beispiel mit U-Bahn anbinden. Hier geht es dann vielleicht zurück. Oh, das müssen wir eigentlich auch noch anbinden. Hier nochmal, dann hier eine Station, da eine Station, dort, dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie anbinden. Hallo, danke schön. Wobei, es ist so eine gute Idee. Mit den neuen Mods kenne ich mich noch gar nicht aus. Egal. Learning by doing. Und ich habe das unten vergessen, verdammt. Immer. Ja, wir müssen von da vorne kommen. Ja gut, dann machen wir eine neue Linie, würde ich sagen. Ist ein bisschen blöd mit dem Loop. Dann würde ich sagen, einmal so eine neue Linie hinzufügen. Hallo? Okay, geklappt. Haltestelle. Haltestelle. Und dann schließen wir die Linie. Ich möchte eben eine andere Farbe haben. So, zack.
machen wir erstmal nur mit 3, mal gucken, wie das überhaupt so wird. Oder lass erstmal mit 2 machen. 2 von 2, so. Abstandskontrolle, Zielabstand 9. So, da geht einer gleich noch weg. 10,3 Kilometer. U-Bahn-Linie 3. Nennen wir natürlich gleich noch alles wieder um. So, jetzt machen wir nochmal die Gegenlinie. Die Gegenrichtung besser gesagt. Hoch, hier natürlich auch noch halten. Dann halten wir hier. Hier. Hier, hier, wieder hier. Und dann enden wir diese wieder dort. Jetzt noch die richtige, die gleiche Farbe wieder treffen, das ist jetzt wieder schwierig. Aber machen wir es einfach mal so. Entfernen, 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 entfernen. Machen wir auch mal nur 2, so, ne? Muss ja nicht so unbedingt so, ne? Schauen wir einfach mal an. Dann sollte ich mir vielleicht mal diese Linien hier angucken. Okay, das ist Linie 1A. Das ist Linie 1B. Das ist über Linie 2B. Und das hier 2A. Hier haben wir 10 Fahrzeuge. Hallo? Okay, speichern. Gott, jedes Mal wieder aufs Neue. Ist doch gar nicht nervig und anstrengend. Ja, ich will doch nur die U-Bahn haben. Ich will nicht unbedingt da irgendwo hingeleitet werden. Sind so ungefähr 900 Passagiere, die da mitfahren. Gehen wir einfach mal auf 1000. Sprich, wir bräuchten 6 Stück. Also entfernen wir einfach mal 1, 2, 3, 4 Fahrzeuge. Sowohl bei 1a als auch bei 1b, wenn sich das erhöht, dann können wir das immer noch ändern. 1, 2, 3, 4. Sehr gut mit dem Gedudel. Eieiei. So. Das Wasser ist weg, das ist wunderbar. Können wir nochmal gucken, ob wir irgendwelche Stromrückstände hier haben.
brauchen wir ja nicht. Das Ganze brauchen wir hier mittlerweile nicht mehr. Okay, dann. Der Berg jetzt wieder auch ganz anders aus. Diese Leitung brauchen wir mittlerweile auch nicht mehr. Brauchen wir irgendwo noch hier was nicht? An Stromleitungen. Gut, er bräuchte prinzipiell eine. So, dann schauen wir mal weiter. Ich glaube aber, das sollte es gewesen sein. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob wir einen Damm bauen sollen. Also, auch wenn da nicht wirklich viel abwerfen wird, aber. Ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, wo ich den platzieren wollte eigentlich. Hier machen beispielsweise, also ja, ist die Frage, brauchen wir Schiffe, die hier durchfinden? Ich glaube ja weniger, ne? Also es wäre eine Möglichkeit, ne? Ich meine hier dieses Gebiet hier so vorne sowieso wird sowieso nicht gebraucht werden oder genutzt werden können, was einfach so hügelig ist. Beziehungsweise wird wahrscheinlich genutzt werden, so kann man es glaube ich besser sagen. Kann man dann da vielleicht auch mal einen Damm einfach mal so provisorisch hinsetzen, einfach mal testen. Ich würde sagen, wir testen das einfach mal, abreißen können wir immer noch. Dass es nicht mittig ist. So wäre es mittig. Dann platzieren ihn halt sofort. Von mir aus. Wie viel hat das jetzt eigentlich gerade gekostet? Das ist halt dann jetzt die Frage, inwiefern das jetzt hier. Die Auswirkungen werden vermutlich stark sein. Aber wir können einfach mal gucken. Dann müssen wir immer noch mal so ein Overflow Protection einbauen, aber das kriegen wir auch schon hin. Da ist ja gar kein Problem. Und ich glaube, ich muss noch mal kurz gucken. Den Hafen, den wollten wir sowieso hier hinten machen, ne? Also von daher hier schön flach, viel Spielfläche haben wir da. Ja, Wasser wird der Fluss gleich nicht mehr ganz so viel haben. Es ist durchaus möglich, dass wir, wenn wir den doch wieder abreißen, dass wir dann vielleicht
danach keine Stadt mit 90.000 oder 80.000 Einwohnern mehr haben, aber na gut. Und ich habe das Gefühl, wir könnten mal hier vielleicht hier nochmal eine kleine Straße reinbauen, zum Beispiel. Komplett von kleineren Straßen. Das können dann ja Bäume sein. So, da brauchen wir auch wieder Spins. Dann könnten wir hier wieder ein paar. Ach, machen wir mal einfach hier hin. Oh, zum einen, was haben wir denn hier? Hier drin wieder Wohnung, mal schauen. Aber erstmal füllen wir das Ganze, oder lassen wir das Ganze hier mit ausfüllen. Ich würde sagen, innen drin kann man wieder Wohnung machen. So auf den kleineren Straßen. Ist das denn überhaupt noch ein Gebiet drin? Ich glaube schon. Naja, haben wir gemacht, genau. Kann man das Gebiet hier auch mal erweitern. Also schon ein großes Gebiet. Ich glaube ja, das gehört noch dazu. Irgendwo noch was fehlt? Ich glaube nicht, ne? Im Prinzip bekommt man das Gebiet auch ein bisschen erweitern. Kommt die Meldung auch noch mit dazu. Ansonsten jetzt erstmal haben wir alle Gebiete so durch.